Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Ark. Wir haben den Wasserturm à la Bolle fertig gebaut und müssen jetzt noch zusehen, dass wir das hier unten noch ein bisschen schicker, ein bisschen besser kriegen und noch Dünger hier produzieren und erstmal diese Dinger hier massiv machen. Und mal gucken, wie das nochmal ging. Erstmal würde ich gerne mal eine freie Hand haben. So. Ne, warte mal, ich muss erstmal diesen Kram hier rauslegen, weil das will ich hier wirklich nicht haben. Das stört mich, dann setze ich das immer. So, perfekt. Jetzt können wir ganz in Ruhe Holzboden. Wie ging das? Lange gedrückt halten. Du hast es vorhin geschrieben. Einfach die Taste beim Angucken gedrückt halten und dann sieht es ein bisschen stabiler aus. Welche Taste denn gedrückt halten? E halten für Option. Holzboden. Ah ne, nicht das Rohr, der Holzboden. Ah, da jetzt. Ah, da ist es. Wechsel zu Klotz. Das ist es, ne? Das ist es. Ah, weil es dann unten so runter geht, ne? Das können wir machen. Holzboden. Oh Gott, das hätten wir machen sollen, bevor wir die Rohre verlegt haben. Wechseln zu Klotz. 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 Perfekt. Wir haben gewechselt. Zu Klotz können wir das ja auch noch wechseln zu Klotz. Holzrampe können wir nicht wechseln zu Klotz. Ja, sieht schon ein bisschen massiver aus. Da hast du recht. Auch wenn es jetzt ein bisschen übersteht. Mir gefällt das schon ganz gut. So, mal ein bisschen gerader mich hier hinsetzen. Und Hallöchen, Valerie, willkommen zurück. Wir sind mittlerweile bei Ark, mitten in der letzten Palais-Aufnahme und haben unseren Wasserturm fertig gebaut. Was wollten wir jetzt mal? Ah, hier Stroh reinpacken, genau. Stroh und Kacke. Ich glaube, 3 Stroh gehen rein. 1, 2, 3. Den Rest Kacke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfekt, geht genau auf, guck mal. 1, 2, 3. Naja, passt. So, jetzt brauchen wir Kaka. Also brauchen wir Fiomias. Da ist Kaka. Dich brauche ich, du Kaka. Zack, wunderbar. Hier ist noch mehr Kaka. Wunderbar, hast du auch Kaka? Nee. Hast du vielleicht Kaka? Nee. Wieso hat der Spinno kein Kaka? Hast du Kaka, wenn ich dich was fressen lasse? Ist doch kein Fleisch. So. Und jetzt Kaka machen, bitte. Nee, will er nicht. Okay. Na, dann befüllen wir den hier mal so langsam. Wir brauchen halt echt Fiomias. Fiomias, oder wie die heißen. 1, 2. Eieieiei. Du brauchst viel Stroh. Wir müssen auf jeden Fall so ein Fiomia-Kram machen. Eine Toilette, um selber aufs Klo zu gehen. Gibt's sowas? Es gibt eine Toilette, um selber aufs Klo zu gehen. An Wasserleitung anschließen, Platz nehmen. Wenn die Natur ihren Tribut fordert, erledigt dein Geschäft, fühlt sich oder spielt es fachgerechte Entsorgung. Aha. Fachgerechte Entsorgung. Wird dann die Kaka direkt mit zu den Pflanzen gespült? Quasi so wie Dünger? Kann das sein? Du hast doch einen Fioma, oder? Ja, genau, den können wir füttern. Und dann kommt da ganz viel Kaka raus. Ja, aber du kannst deinen Klogang direkt in Dünger umwandeln. Ah, perfekt.
Können wir auf jeden Fall mal machen. Wir fliegen mal kurz zum Fjomia und lassen den mal ein bisschen kacki-kacki machen. Dann haben wir erstmal ein bisschen was, dass wir es einmal voll machen. Und dann geht's weiter. Du kannst auch Plus drücken und dann passiert was. So, das Kackerle. Es ist wieder Zeit, Kackerle. Mit was müssen wir dich nochmal füttern? Mit Stimmbeeren? Ich glaube, ne? Silizium-Bären nicht. Mit Stimmbeeren. Oh, wir haben keine Stimmbeeren. Und wir haben jetzt auch hier keinen Ernter. Oh Gott, ist das alles nervig. Ja, Zeit für den Trike. Der war auch lange nicht mehr draußen im Einsatz, ne? Reicht wahrscheinlich schon, ne? So. Ach, da macht man selber Kacker. Oder wir pfeifen irgendwas. Das könnte auch sein, das stimmt. So. Es ist einfach so geil, ne? Dass der so viel am Koten ist. Wir müssen unbedingt hierfür nochmal eine Toilette bauen. Hallo, aufsammeln. Aufsammeln. Wunderbar. Dann nochmal ein Schwallkacker, bitte. Perfekto. Das ist ein Turbo-Verdauer, ne? Das ist Paradebeispiel für das, was man unter Hardgainer versteht, sage ich euch. Nein. Nein! Ach, ist doch egal. Wir haben genug. So, ho, 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 ho. Valerie, ich gehe da gleich drauf ein, wenn nach der Folge, wenn die aufgenommen ist, okay? Weil wir gerade die Let's Play-Folge aufnehmen. So, jetzt hier mit der Kaka werden wir Dünger produzieren. Es dauert lang, aber es geht. Man kann halt das Zeug auch direkt verdüngen, ne? Aber es ist halt, mit dem Dünger ist es halt ein bisschen produktiver. In der Stunde kriegst du 7500 Dünger geschissen. Oioioi. Durch die Toilette. Ja, wir werden eine Toilette bauen. Jetzt packe ich erstmal was hier hin. Ich weiß nicht, ob das Verhältnis jetzt richtig ist. Stroh zu dem. Ich glaube, man braucht 300 Stroh für einen Dünger oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird so jetzt hier Dünger hergestellt. Das ist klar wie Kloßbrühe. Und ich glaube, einen können wir auch gleich schon mal hochbringen, dass die Plant da wächst. So, einmal hier hoch. Gucke mal. Mittelgroßer Kothaufen. Hier ist Dünger drin. Hier ist Dünger wenig drin. Das ist aber überall Dünger drin. Perfekt. Dann brauchen wir es noch gar nicht. Ist bewässert. Wo sehe ich denn, wie viel Prozent der hat? Sehe ich gar nicht, ne? Guck mal, es läuft aber immer noch. Krass. Das bringt schon echt viel, diese Bewässerung. Treibhauseffekt. Hier steht Setzling. Okay, das, man hat also keine Prozentangabe. Steht einfach nur, dass es gerade ein Setzling ist. Kommst du XP fürs aufs Klo gehen? Könnte es sein, dass die das hier alles abreißen, wenn sie mal so im Fight sind? Könnte theoretisch passieren, ne? Naja, wir haben ja bald die X-Plans dafür. Cool. Es freut mich auf jeden Fall, dass das jetzt hier geklappt hat.
Haufen ist kein Dünger. Ein Haufen hält unglaublich kurz, den Stickstoffgehalt ist sehr gering. Die eigenen Kreaturen können das nicht, okay. Ja, aber man kann doch mit einem ganz normalen Kackehaufen düngen. Das haben wir doch gemacht. Es bringt nicht viel, aber es bringt ein bisschen was, oder? Ja, haben wir doch gerade geguckt, oben Dünger ist doch vorhanden. Das waren doch die Kackehaufen, die wir reingemacht haben. Aber ich bin gespannt auf den Dünger, wenn er fertig ist. Weil der bringt natürlich richtig viel. So, nächste Mission. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen zusehen, dass wir eine Tauchausrüstung bekommen, glaube ich, ne? Denn wir wollen Siliziumperlen farmen. Dafür brauchen wir eine Taucherausrüstung. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, können wir die schon längst bauen. Könnte ich mir vorstellen. Und dann können wir mit unserem Bionics, können wir dann loszischen. Da freue ich mich schon drauf. So, dann gucken wir mal. Taucherausrüstung. Da, Tauchermaske, Taucherflosse, Taucherhose im Fabrikator. Mit Polymer brauchen wir dafür. Siliziumperlen, Zement, Polymer. Haben wir das denn? Ja, aber wenige Stunden reicht uns ja erstmal. Also fürs Erste ist es schon mal gut, weil dann können die Pflanzen schon mal anfangen zu wachsen, bis der Dünger produziert ist. Das war jetzt quasi meine Intention. So, gucken wir mal, ob wir Polymer schon haben. Sauerstoffflasche brauchen wir auch. Okay, dürfen wir nicht vergessen. Gift. Polymer müssen wir auch herstellen, ne? Obsidian und Zement. Boah, dann haben wir Obsidian irgendwo. Ich kenne mich doch in meinem eigenen Haus hier nicht aus. Willkommen zurück, Mr. Pink. Du hast nichts verpasst, außer dass wir eine Wasserrohrleitung gebaut haben. Polymer haben wir schon mal 4. Oh, Siliziumperlen brauchen wir. Obsidian müssen wir holen. Das ist doch das super schwere Zeug, was es da in diesem Vulkan gibt, ne? Wir haben, glaube ich, keins, oder? Haben wir, wisst ihr, dass wir irgendwo Obsidian haben? Ich glaube nicht. Organisches oder normales, was wird benötigt, ist eine gute Frage. Einfach Polymer. Steht hier. Natürliches Gift. Das wollen wir gar nicht bauen. Das hier brauchen wir. Fasern, Kristall, Leder, Siliziumperlen. Das können wir schon herstellen. Leder. Fasern. Keine Fasern, das gibt's doch nicht. Was zu essen holen. So, zack. 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 Und Feuer zünden. Perfekt. Dann können wir wieder ein bisschen was essen. Organisches. Das funktioniert mit dem Vulkan, aber wo wird das denn angezeigt? Wo habt ihr das denn gesehen? Also, das normale Polymer ist halt organisches. Da steht doch einfach nur Polymer. Das Grüne wird mir ja gar nicht angezeigt. Das ist quasi hier blau und wo. Oder ist das hier Polymer? Es gibt doch nur dieses eine. Jetzt weiß ich, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß gerade nicht genau, was ihr meint. Du erkennst es an der Art des Symbols, aber hab mich verguckt scheinbar. Okay, also ich habe jetzt nur dieses eine gefunden. Aus Obsidian und Zement. Also Obsidian kriegen wir auf jeden Fall von diesem Berg. Aber es kann auch sein, dass wir irgendwo noch Obsidian haben. Aber ich glaube fest nicht, hier sind Strukturen. Haben wir noch Platz für irgendwas? Nee. Jetzt müssen wir ein bisschen entrümpeln unser Inventar.
Hm. Können wir hier schon mal das Polymer hinpacken? 4. Jetzt brauchen wir noch Kristall und Fasern. Das können wir mal holen. Kristall. Haben wir da bestimmt noch ein bisschen was hier. Fasern haben wir bestimmt auch noch mal ein paar. 25 Nuggets haben wir hier bestimmt irgendwo. Eine ganze Faserkiste, oder? So, alles, was wir, also was wir craften können. Einmal das hier. Obsidian. Eine Feldflasche, die wir auch mal bauen können. Polymer. Das ist alles immer mit normalem Polymer. Oh, Kreatin. Guck mal, das noch hier rein, dann können wir schon mal... Hä? Wieso können wir es nicht bauen? Ach so, weil er an sein muss. Weil er an sein muss. Schalten wir mal an. Guck mal, haben wir schon mal die zwei Dinger. Und dann brauchen wir noch hier unten 40 Polymer. Guck mal, jetzt haben wir schon mal die Taucherflosse und die Tauchermaske. Jetzt brauchen wir im Prinzip noch die Hose und dann noch die Flasche, ne? Die habe ich noch nicht gelernt. Was braucht man dafür? Eine Sauerstoffflasche, habt ihr gesagt, heißt das? Nee. Taucher. Wo gibt's denn die? Wo kriegen die Flasche her? Luft. Druckflasche vielleicht? Nee. Sauer. Wo kriege ich denn das? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay. Obsidian brauchen wir. Na denn? Na denn mal los. Haben wir hier nicht irgendwo eine Waffenkiste gehabt? Okay, ne? Ach, guck mal, hier haben wir doch ganz viele Sachen. Elektronik, Kristall, 57 Siliziumperlen, das ist doch schon mal was. Elementstaub. Was brauchten wir denn doch gleich für... Was brauchten wir denn doch gleich für... Das brauchten wir auch gleich für den Sattel. Pronto-Plattform-Sattel. 125 Siliziumperlen. Wie viel haben wir denn jetzt? Weil müssen wir vielleicht gar nicht tauchen, wenn wir schon so viele haben. Sparen wir uns das. Ah, 4 nur. Ja, okay, Siliziumperlen reichen dann doch noch nicht ganz. Aber so viele sind es nicht mehr, die wir brauchen. Das hier opfere ich jetzt mal. Das können wir einfach neu bauen bei Bedarf. Keine Lust, das jetzt einzusortieren. Ich will es nicht in meinem Inventar haben. Das nervt mich. Kohle brauche ich auch nicht. Bären brauche ich auch nicht. Kacke brauche ich jetzt gerade auch nicht. Seltene Blume. Können wir vielleicht auch mal hier rein tun. Haben wir schon ziemlich viele, ne? Das Polymer kannst du quasi als Ersatz für selbst hergestelltes Obsidian verwenden. Aber nicht umgekehrt. Viele jagen daher Pinguine, statt Obsidian und Zement zu Polymer zu verkaufen. Verstehst du? Dieses Polymer kannst du quasi als Ersatz für selbst hergestelltes Obsidian verwenden. Ich dachte, Polymer macht man aus Obsidian. Nicht umgekehrt. Wie jagen der Pinguin statt Obsidian? Ich bin ein bisschen... Nee, gerade stehe ich irgendwie immer noch ein bisschen auf dem Schlauch. Wir brauchen halt... Das ist Biopolymer. Okay. Aber man kann beides dafür benutzen, oder wie? Aber wo kriegen wir denn jetzt unseres am schnellsten her? Wahrscheinlich aus dem Vulkan. Obsidian und daraus dann Polymer machen, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Wir sind jetzt relativ leicht. Wir können da eigentlich mal schnell hinfliegen. Dem Bild geschickt. Gucke ich mir nach der Folge an. So, dann liegen wir mit wem denn? Ich würde sagen mit dem, wo ist er denn? Wo ist denn unser... Unser Agi. Steht der da oben drauf? Wo ist unser Argentavis? Bin ich jetzt blind? Da!
Pinguine sind günstiger. Aber wo gibt's denn Pinguine? Oh, was haben wir denn hier? Gift einer Titanbohr. Ein paar Perlen. Hier ist unsere Spitzhacke. Nee, Spitzhacke hatten wir ja. Die Axt fehlt noch. Hier ist übelst viel Loot drin. Krass. Ja. Also Pinguine habe ich noch nicht gesehen. Die sind ja, wenn, eh im Eisgebiet. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt von hier zum Eisgebiet fahren oder ob wir jetzt von hier zum Dingens fahren. Zum Metallberg. Zum Vulkan. Ist, glaube ich, gehüpft wie gesprungen. Tja, da müssen wir einmal darüber. Ich sehe ja schon den Vulkan dahin. Wie spät haben wir es denn? Ach, es ist ja erst früher morgen. Dann passt das ja. Das Eis bräuchte die Pelzrüstung, stimmt. Danke auf jeden Fall fürs Raussuchen. Und hier drauf landen? Ja, perfekt. Wir fliegen jetzt schnell zum Vulkan. Wir haben unsere Spitzhacke dabei. Die brauchen wir doch auch, ne? Nicht, dass wir eine Axt brauchen. Zur Not können wir eine Axt ja auch craften. Was brauchen wir jetzt? Eine Axt oder eine Spitzhacke? Wahrscheinlich brauchen wir eine Axt. Und reguläres Polymer kostet halt Zement und Obsidian. Ja gut, okay, das ist dann natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Da wir allerdings sehr viel Zement haben, können wir jetzt auch einfach mal getrost sagen, wir gönnen uns das. Stimmt, wir hätten natürlich unseren Ankü mitnehmen können. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Den hätten wir easy peasy in der... Oh, ich habe mich noch nicht an diese Kyro-Kapseln gewöhnt. Die Kyro-Kapseln sind für mich echt noch irgendwie was... Besonderes, sage ich mal. Die habe ich noch nicht in meinem Alltagsgebrauch mit drin. Wir hätten halt auch einfach... wir hätten auch mit einem anderen Bird fliegen können. Mit einem, der wesentlich schneller ist. Aber komm. Ein kleiner Ausflug hier. Das ist doch... Das kostet doch nicht die Welt. Wir sind doch gleich da. So. Ausdauertechnisch schaffen wir es oder müssen wir hier nochmal zwischenlanden? Ich will jetzt hier eigentlich nicht zwischenlanden. Sterben wir nämlich bestimmt wieder. Aber wir müssen nochmal zwischenlanden. Aber ich würde es gerne außerhalb des Wetwurts machen. Ja, da ist dein Zeug immer dabei mit den Kryokapseln. Tja, ich habe halt einfach meine Kryokapsel immer dabei, aber ich habe nichts drin. Total blöd. Auch ein starker Dino würde ja Sinn machen. Vom Taschengiga bis zum Taschenfarmer ist man immer versorgt, dank Kryopods. Das könnte auch so ein Werbeslogan sein. Für so eine Supermarktwerbung, die so durchgesagt wird, damit die Leute das kaufen. In so einem Pokestore. Da ist ein Rex. Eieiei. Der Trike leuchtet. Alle leuchten. Uiuiui, da wird gekämpft. Ich zieh dann mal durch, Freunde. Ich zieh dann mal durch. Schön hoch auf den Berg. Da ist wenigstens schön warm. Jetzt wollen wir die positiven Sachen sehen. Lalalala. Kann man auch schnell reisen? Ne, kann man nur nackt. Man kann nicht mit einer Kryokapsel, ne? Sonst könnten wir auch einfach per Schnellreise easy peasy von da oben ein Bett hinbauen, da immer schnell hin. Kryopod mitnehmen. Argentavis dabei. Sachen looten und dann wieder zurück. Steht da? Das geht leider nicht. Oh, mir fängt schon mein Handgelenk an weh zu tun, vom die ganze Zeit die gleichen Tasten gedrückt lassen. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Mit dem Tech-Teleporter. Okay, so weit sind wir noch nicht. Hier oben ist noch das Obsidian. Welches wir begehren. So, Freunde. Jetzt geht's los. Ich hoffe, dass wir das richtige Werkzeug dabei haben. Ja...
Geht vielleicht eher auf Metall statt auf Obsidian. Aber ist auch egal. Es ist jetzt alles ein bisschen mühselig, aber dann machen wir ein bisschen was für die Fitness. Wir hacken das einfach mit der Hand ab. Der Plan ist Obsidianfarmen für Polymer für den Bronto-Sattel. Ja, ganz schön kompliziert, ne? Muss man auch irgendwie den Überblick behalten. Verliert das auch wieder an Gewicht hier? 57 hier. 28 da, 31 hier. Ja, ist auch die Hälfte des Gewichts. Perfekt. Brauchen wir auch Metall? Nee, Metall haben wir noch genug, ne? Ich glaube, an Metall haben wir noch genug. Meisterhafter Ichtio irgendwas Sattel. Perfekt. Meisterhaft nehme ich immer mit, aber leider kein meisterhafter Bronto-Sattel. Ist das hier gar kein? Nee. Ist scheinbar gar kein. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich nochmal unten rein. Nimm mit, was du kannst. Wer weiß, wann du hier zurückkehrst. Ja. Ich überlege, ob wir auch gleich noch mal ein bisschen Kristall mitnehmen sollten. Brauchen wir ja auch früher oder später. Das ist nur ein Rest, ne? Wir bauen mal ab und gucken mal, wie weit wir kommen damit. Ist hier auch noch was? Wahrscheinlich. Zack. Auch wir haben wir noch massig Platz im Inventar. Hacken wir jetzt einfach uns hier einmal durch mit der Hacke und dann gucken wir, was war alles davon gebrauchen können. So, jetzt kann ich schon fast nicht mehr bewegen. Kristall wird halt auch richtig, auch um 25% gedrosselt. Stein können wir droppen. Das nehmen wir mit rüber. So, wie sieht's aus? Ach, wir haben immer noch genug Platz. Die sind da unten, wo ein bisschen mehr Obsidian auf einem Fleck ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hauptsächlich wegen Obsidian da sind. Wie viel Obsidian braucht man jetzt? Du hast das doch vorhin berechnet, ne? Loot to you, das ist absolut richtig. Wir müssen ein bisschen die Gesundheit im Auge betrachten, behalten, weil wir haben kein Trinken dabei. Und wir verlieren hier natürlich gerade massig an Flüssigkeit durch die Hitze, denke ich. So, wir sind schon wieder voll. Vielleicht muss ich mir Ark doch noch holen. Ach ja, schreibt gerade jemand im Chat. Valerie schreibt das. Absolut. Kann ich nur jedem empfehlen. Kann ich arg empfehlen, dieses Spiel. Und wer da ein bisschen Hilfe braucht, ist auch bei uns auf dem Discord sehr gut aufgehoben. Da gibt es so viele Arg-Enthusiasten und einen eigenen PlayStation-Server und. Ach, es regnet. Perfekt. Oh, gutes Timing. Richtig gutes Timing. Wegen der Trinkversorgung. Ich glaube, Ark ist auch gerade super im Sale. Kann das sein? Muss mal darauf achten. Ich glaube, ist es noch umsonst? Irgendwie bei Epic oder so? Irgendwo war Ark umsonst. Jetzt erst. Doppelte Menge an Obsidian. Polymer brauchten wir. Da muss ich nur mal gucken. Ich habe Ark auch zweimal. Einmal Steam, einmal Epic. Einfach mitgenommen, als es gratis war. Falls mal irgendwie ich mal mit Kollegen zusammen zocken will oder so, dann kann er das über Epic spielen. Ich habe zwar mein Schwert niedergelegt, aber mit meinen 6.300 Stunden stehe ich gern zur Verfügung. Also Freunde, ne? Auch hier bei YouTube, falls hier jemand arg viele Fragen hat, komm auf dem Discord vorbei. Wir haben hier einen absoluten Arg-Veteran. Amatsu ist 6.300 Stunden mit Ingame-Spielzeit bei Arg vertraut. Das heißt, wenn der euch nicht weiterhelfen kann, dann keiner. Und ja, deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass ich ihn hier manchmal an die Verzweiflung bringe mit meinen Baukünsten.
Aber es freut mich, dass du nach wie vor hier bist. So, wir sind jetzt langsam cool. Das reicht, oder? Gucken wir nochmal rein, was wir wegschmeißen können. Hast du vielleicht auch noch Stein oder irgendwas? Guck mal, wir haben 200 Obsidian. Das reicht. Das reicht. Perfekt. Freunde, dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle die Aufnahme. Und wir sind in der nächsten Folge an der Base wieder und bauen dann die Taucherausrüstung. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Bolle, ciao, ciao.